Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Majora's Mask. Genau. Mit mir, dem Zell, wie immer spiele ich und der Foxy guckt zu. Und co-kommentiert. Ja. Co-kommentiert natürlich. Ja. Er sitzt nicht nur dumm daneben, nein, er macht letztens auch noch dumme Sprüche ab. Ja, so muss das sein. Zum Beispiel, was für ein Noob ich bin oder so. Also alles, was so nicht stimmt und so. So Gelaber halt. Alles, was definitiv stimmt, aber pst. Und es gibt eine klitzekleine Änderung. Wir werden jetzt in ca. 20 Minuten Takt aufnehmen. Und ja, das war's eigentlich. Gut, dann... Also wir werden uns immer so nur nach 20 Minuten verabschieden und halt... Ja. Damit ihr jede Folge nett von uns begrüßt werdet und auch immer wieder Abschied findet. Damit euer... Ja. Leben erfüllt ist von unserem Schwachsinn. Ja, wir werden allerdings am Ende kein gute Nachtlied singen. Also ihr dürft danach auch noch weiter irgendwelche Sachen gucken, die ihr so seht. Aber, ja. Entschuldigung. Ach ja, zum Pikibernia. Vorsicht. Rutschgefahr und riesige Schneekugeln. Was? Echt? Ja, aber die sind etwas fieser als diese. Ohohoho. Ja, die tun weh. Der Weg hier ist lang. Er ist zu Ende. Oh, vor denen musst du aufpassen. Echt jetzt? Vor den Fledermäusen, die frieren nicht ein. Was? Naja, der Pfeil hat die, sie mitgenommen. So, geil. Was soll das denn? Naja, der neue Tag beginnt. Das ist alles normal. Ach, genau. Boah. Aber das war echt... Oh Gott, ey. Du hast was zu sagen, Schild? Warnung für öffentlichen Verkehr und Leute, die den Goron-Sprung nicht beherrschen, gesperrt. Ich denke, ich kann den noch nicht. Jedenfalls hat mir noch keine Fehlin gelehrt, oder? Richtig. Nee, den kann ich... Ey, ich kann hier langlaufen. Du bist zu menschlich dafür. Nein, ich rutsche runter. Okay, gut, dann zurück. Ja... Ist halt kein Geckerbohr, der an seinen Hand- und Fußsohlen... Das rutscht immer so ein Stück weiter, bis es dann wirklich der neue Tag ist. Weil das wird immer kleiner, das Bild. Ja. Das ist mir so nie aufgefallen. Ich dachte, das wird immer so schlagartig klein. Der neue Tag beginnt groß. Nö, also Wird erstmal ein bisschen kleiner pro Glockenschlag. Ja. Aber sonst... Übrigens, das ist ein Gerone. Wow. Ich bin sexy Link. Hier oben! Hey, hallo. Verzeih, dass ich dich von hier oben aus belästige. Aber ich bin sehr hungrig und sehr fest. Das ist doof. Ich warte. Ich kämpfe, kann schlagen. Ich kann hier nicht zerschneiden. Ja, dann sorry, wa? ja. Dämmerung des zweiten Tages. Der war über 48 Stunden. Das aha! War schon mal ein Schock, aber ja, gut. Ich dachte auch gerade, das ist. Wieder ein großes Bild, das ist schön. Ja. Oh, ist so kalt. Ich bin so hungrig. Ich glaube nicht, dass ich das überstehe. Bevor ich hier oben sterbe, will ich noch einmal etwas essen. Etwas Zähes, das man ordentlich kauen muss. Wenn ich diesen unvergesslichen Geschmack doch nur einmal erleben durfte. Aha. Interessant. Er hat noch nie etwas Zähes gegessen. Okay. Das ist dann wohl derselbe Text. Denk, Brücke. Denkbrücke. Oh, die Brücke bringt sehr, sehr viel. Ja, die hat die Erleuchtung gebracht. Aber gut, der bringt ja auch nur was, wenn der Fluss nicht so eingefroren wäre, wa? Genau. Hinters Haus. Da. Ein Stück da. Schnee. Oh. Ah. Guck mal. Ich bin gut. Oh, du kannst kleine Schneekugeln, die dir nichts getan haben, zerschlitzen. Nein, es ging eher um die Sache, dass ich hier das hier gefunden habe. Ach so, natürlich. Zum Grundorf. Vorsicht vor den Schneewolfos. Wolfos? Oder Wolfos? Was war das? Echt? Oh! Aber er ist gegen den Schaden. Ja. Ja, ich dachte, er läuft so.
Frag doch Mataya. Hast du recht. Ja, genau so, frag Mataya. Ja, Taya ist... Das ist ein blauer Arachno. Schalte in den Zielmodus und schlage mit dem Schwert zu, wenn er springt. Zielmodus, ja. Schlagen. Nein, das ist jetzt kein Zielmodus, hat aber gewirkt. Ja, schon. Gewirkt. Gewirkt. 20er Rubin. Das ist krass. Ja. Ja, aber großzügig. So muss das sein, dein Herz. Und, ey, guck mal. Eine weitere Brücke der Erleuchtung. Cool, das ist ein Schneewolfo. Lass ihn nur näher kommen, wenn er zum Schlag ausholt. Ist das deine Chance? Ja, das ist ein Punkt, kein Komma. Ja. Sollte man schon den Unterschied kennen. Och, der arme Wolf. Besiegt. Ja, eine Empfehlung, die sind gerade am Rücken. Sehr empfindlich. Echt jetzt? Ja. Ja, das wusste ich auch. Stich- und Sprungattacken müssten sofort, sofortiger Tod bedeuten. Für den Wolf was. Ah. Naja. One-Hit auf dem Rücken? Ja. Oh. Müsste so sein. Also, ja, eine Sprung- oder Stichattacke. War das, glaube ich. Ach ja. Das- Nein. Oh! Der streckt die Zunge raus? Nee, das ist seine Lippe. Oh. Drück Tasten, also A oder ich so. Tu schon, ja, okay. Ja, ich kenne das aus Crisis, das ist auch. Ja, man merkt's. Ja. Vor allem das nochmal reinlaufen, nee, ist sehr alltags. Doch, das ist die Lippe. Wow, der ist tiefgefroren. Es ist ja wirklich ein uralter Gorone. Ja, bestimmt schon tot. Hätte bei einer Urgorone gesagt. Urgorone? Ja. Ah. Ich weiß. Ah, dann nochmal rüberlaufen. Stopp, guck mal, ob wir noch einen haben. Gehen wir wieder runter. Ja. Das kann runter. Weil ich die auch zu Platz lassen will. Ach so. Ja, du willst natürlich die Bomben auskosten, wa? Yep. Immerhin habe ich ja schon 20 Rubine geschenkt bekommen, da kann ich sie auch einsetzen. Ja, auf Eis rutschen. Bomben. Daneben. Es ist nicht kaputt gegangen. Das ist daneben gelegt. Ja, das ist peinlich. Ja, schade. Es ist nicht kaputt gegangen. Das ist... What the fuck? Hä? Okay. Gehen die einfach nicht... Stahlschneebälle! Ah ja. So, aber du, wa? Nein, ich doch. Ah. Vielleicht musst du einfach... Wie die total nutzenlos auf Eis. Komm her. The fuck, was macht die da? Ja, die ist auf Eis. Nutzlos. Die. Alter, das ist geil. Okay. Hey, du bist genauso nutzlos. Jetzt tatsächlich, ich krieg's, okay. Das erinnert mich aber, waren das noch Spinnen auf Eis nutzlos? Spinnen auf Rollschuhen sind nutzlos. Natürlich sind sie das. Harry Potter 4. Nee, Quatsch, 3. 4, Quatsch. Nee, 3, ja. Da hat die eine Angst vor Spinnen gehabt, oder? Ja doch, die eine. Nee, Ron hatte Angst vor Spinnen und sollte sich die irgendwie witzig vorstellen. Ach, hat das er sich natürlich auf Rollschuhen vorgestellt. Ja, doch, das kenne ich noch. Und der könnte Ding ja nicht mehr machen. Das war richtig geil. Das war gemein. Aber witzig, ja. Ja, mein Herr. Okay, oder so. Hallo, Herr B. Wollen Sie eine von Dingens Karten kaufen? Ja. Okay, ganz gut. Nee, ich nehme die hier für 40. Vielleicht kriege ich einen Rabatt und dann muss ich nur 21 zahlen. By the way, wir müssen da mal hin, ne? Irgendwann. Noch ja, Zeit. Genau. Hurra! Oh. Vielen Dank, Sir, mit der hässlichen Maske. Du hast die Karte von Peki Bernier erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du dich in den Bergen besser zurecht. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt an, wo du blablabla. Jederzeit bereit. Tingle. Ich bin so schwul! Ganz ehrlich. Als wäre das was Schlimmes, ja? Ja, es ist natürlich verständlich nicht. Aber guck dir den Chip nochmal an. Hallo, Herr Fee! Ja. Ein weiterer Fall. Nein, warte, bis er dir deinen Rücken zukehrt.
Und dann Sprung oder Stichattacke. Nein. Auf diesen Moment immer warten. Also nicht auf dummen warten, sondern doch. Jetzt. Genau. Das ist instant dort. Irgend Wolfos. Ach, tot. Da hat er keine Chance mehr gegen dich. Ich war gerade verwirrt von deinem Dot. Ah, okay, das war tot, ja. Ja, alles klar. Tot. Ja. Nun gut, weiter geht's, ne? Ist ja wie Grundor. Kennst du Mr. T.O.? Nee, wa? Nein. Okay, das war, oh, aus welcher Serie war das? Das war so eine Zeichentrickserie, die auch super RTL lief, glaube ich. Mit irgendeinem Piraten. Und der wollte nicht, dass irgendein Typ namens Tod, also der Tod, vorbeikommt. Und dann hat er sich als Mr. Theod ausgegeben. Also der Tod hat sich als Mr. Theod ausgegeben. Er hat seinen Gehilfen gesagt, hey, da draußen ist jemand. Nein, er heißt Mr. Theod. Mr. Theod? Okay, lass ihn rein. Dann geht der Typ rein und sagt, du Idiot, das ist nicht Mr. Theod, sondern Mr. Tod. Das ist auch schon durch. Ja. Ganz schön. Ja, das war Hammer. Guck mal, eine Eule. Ach nee, ja. Die... Mal abzulenken. Ach, da runter kann ich. Ja. Dann kann ich natürlich auch mit dir reden. Oder sie redet mit mir. So treffen wir uns wieder, Fink Kind. Bewahren Sie meine Statuen von Nutzen? Durchaus. Es sieht so aus, als würde in dir die Kraft ruhen, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber logo. Aber der Weg wird noch steiniger. Und schwerer. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte, beschütze das Volk der Goronen. Ihr Land ist verdammt, unter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Kein Leben wird in diesem Land mehr blühen können. Doch ohne Mut und Entschlossenheit kannst du diesen extremen Bedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt vom ewigen Licht dieser Werte, wird diese Geschichte ein glückliches Ende finden. Sag mir. Willst du weitergehen? Genau. Schuhu. Viele Stärken wohnen in dir, mein Kind. Ich hoffe, es sind genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Ich werde mich nun erheben und auf den Schrein zu fliegen. Folge mir. Doch vertraue nicht nur auf deine Augen. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Dann wird sich dir der Weg offenbaren. Bist du bereit? So folge mir nach. Einmal eine... Oder ein Star Wars? Vermutlich. Vertraue nicht deinen Augen. Vertraue deinen Gefühlen. Ja, lass dich von deinen Augen nicht täuschen, genau. So. Dann tu das mal. Und spring. Oh! Wie kommt es nur, dass die Federn da so liegen bleiben? Naja, weil du deinen Gefühlen trauen kannst. Ich traue aber gerade meinen Augen. Also meine Gefühle wissen nicht, dass da was standfestes ist. Natürlich. Juhu, nicht umsonst habe ich an dich geglaubt. Doch auch ab hier sollen deine Augen sich nicht täuschen lassen. Vertraue auf deine Gefühle. Betritt nun den Schrein. Dich erwartet etwas, das dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du von hier zurückkehrst. Sie. Tschüss. 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 Okay. Geil. Jo. Mist. Deku? Ja, klar. Ja, erstmal Maske ab. Ja, absetzen. Maske ab, so. Deku. Jo. Deku. Und jetzt. Boah, geil, Bomben in Gräsern. Das ist ja wahres Bombengras. Ja. Fuck. Aha. Warte. Er hat wehgetan, wa? Ja, aber... Okay, erstmal Tor öffnen. Da! Nein, das ist ein Käfer. Okay. Trotzdem hier Tor öffnen. Was könnte es nur sein? Oh, es ist so spannend! Ein Stern? Oh Gott! Das ist das Auge der Wahrheit. Das ist das Auge der Wahrheit erhalten. Blicke durch die mystische Linse, um Geheimnisse zu sehen, die dem Auge ansonsten verborgen bleiben. Platziere es auf C, um das Auge einsetzen zu können. Das Fenster zur Wahrheit zehrt aber an deiner Magieanzeige. Drücke C, um den Vorgang wieder zu stoppen. Thanks, Bro. Ja.
So. Oh nein, das verbraucht Magie. Und da ist eine Kiste. Aber auch ein unsichtbares Monster. Eine Skulltula. Mehr nicht. Genau. Nein, ah. So. Ja. Ja, okay. So geht's natürlich auch. Na gut, sie ist halt da. Ein roter Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 20 grüne Rubine. Das ist nicht wenig. Ja. Und ich würde dir empfehlen, diese Schreine mal zu zerbomben. Hatte ich vor, ich würde aber erst die. Ja klar, ja klar. Ich wette, du wärst einfach rausgegangen. Ja, werde ich auch. Genau, ja, deswegen. Guck mal nach. Nee, nee, mit dem. Okay, da ist schon mal nichts. Man kann ja nie wissen, ne? Ist auch nichts. Ja, was sagt man laut doch mal? Was soll denn das hier? Eine Kiste! Die auch so da wäre. Auch gut. Ein purpurner Rubin! Dieser Edelstein ist so viel wert wie 50 grüne Rubine. Du strahlst vor Freude! Nein, das macht mich depressiv. Machst du mich auch depressiv? Immer von diese scheiß 50er Rubine. Immer ganz ehrlich, was soll denn das? Ja, es. Erst die Dodongos und jetzt die Truhe? Das ist doch nicht. Das ist doch nicht mehr witzig, ganz ehrlich. Ja, erst die Dodongos und jetzt auch noch eine Truhe? Ja. Das geht doch gar nicht klar. Diese Abkürzung genommen? Nein, natürlich nicht. Das ist super knapp. Ja. So. Sicher gehen, dass du nicht nochmal runterfällst. Und dann ein. Kriegst. Yep. So, schön gedriftet. Oh. Geist. Kann ich eigentlich auch so? Nein. Wenn ich sehe den Schatten aber. Schon, aber. Hätte ich nicht. Nee, du musst weiter weg. Genau. Kann es denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Wenn ich dürfte. Ah ja. Hört ab. Ja, du kannst übrigens auch das ab und zu mal ausmachen, wenn es zu sein scheint. Stimmt, ja. Ja. Sehe ich den Glöschstoff dann auch nicht, oder? Nee, nee, aber. Das ist egal. Den Schatten. Der Schatten reicht. Genau, der Schatten reicht. Den Schatten reicht. Den? Ja. Dem Schatten reicht. Folgend wird zugeschrieben, Dunkelheit soll über das Land kommen. Und wird zugeschrieben, Dunkelheit soll über das Land kommen. Ja! Macht doch Sinn! Genius! Autsch! Hast du verdient. Ja, einfach mal die Hand auf die Augen. Jetzt machen wir mal wieder an. Gutes Stück. Gut, gut. Ja, bring ihn einfach nur. Ja, ja. Ja, Wolfo. Oh nein, ich kann nicht. Autsch. Ein Herz sieht er. Ja, okay. Ja, das ist ein Wolf. Mit richtigen Klauen, die sich in sein Fleisch reinbohren. Oder reinschlitzen. Ja. Naja. Er will halt deinen Körper nach seinem Ebenbild schlitzen, weißt du? Ja, er will mich formen, ja, wie Gott. Genau, so wie McDonald's. Er kann mich jetzt schaffen. Ich bin nicht auf die Idee, dass Gott die Menschen aus der Erde braucht. Er hatte Bock zu. Einfach eine Handvoll Dreck genommen. Das heißt, wir Menschen sind Dreck, ja. Natürlich! Wir sind einfach nur. Hey, ja. Bro! Es geht. Scheiße, dass von den. Dass unter den Dinosaurierfüßen zertrampelt wurde, weißt du? Das sind wir. Weiter. Ah! Ja. I see. Ich habe dich angelogen. Oh nein! Da ist ja doch etwas. Ja, dann beeil dich mal. Ich aber hier und so. Ja.
Ja, ich komme hier nicht rüber. Mach dich zum Deku. Ich könnte auch, genau. Ja, ich weiß. Ja. Ah, okay. Nur noch hoch. Deku! Deku must go. La 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 la. Gut, ja. Tja, dann würde ich erstmal sagen, hauen wir den Part erstmal zum Ende. Das ist eine Leiter. Ja, genau. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da Rinsen mit dem Grinsen. Ja.